Oh, was geht Leute, ich bin wieder JamTV und willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir bei Sam Jackson und Jordan. Ey, Jordan, Michael Jordan. Das wird geil, Alter. Ja, heute wird gut. Was neu? So Leute, wir sind heute bei Sammy und Jordan, wie ihr mitbekommen habt. Wir sind heute bei denen im Stream. Ich filme ein paar Ausschnitte vom heutigen Stream und zeige euch, was wir machen. Wir streiten nämlich... Was machen wir heute, Sammy? Heute schlag den Star, nennt man das so? Schlag den Jordan, Sammy. Hier sind noch ein paar kaputte Sachen, so, aber... Ein paar? Ein paar Fliegen. Ein paar? Ich wollte viele Fliegen. Bist du extra in Position gegangen? Also aufräumen ist sehr wichtig. Deswegen haben wir einen Kleiderschrank. Der sieht so aus. Leute, das Streaming geht auch bald bei mir wieder los auf Twitch. Ich war früher aktiv auf Twitch. Coole Streams, Gaming, Call of Duty. Ja. FIFA werde ich mit denen auf jeden Fall nicht spielen. Yes, sir. Gerade neuen Teppich gekauft, Alter. Wie viele Teppiche habt ihr schon gekauft? Was ist hier passiert? Robert ist auch am Start. Könnt ihr auch mal Hallo sagen? Salam alaikum, Robert. Oder was ist mit dieser? Das ist Erde. Das ist doch Erde. Ich kann mir das irgendwie nicht erklären. Ein paar Löcher hier, zeig mal. Die ganze Wand ist durchgerissen. Was, wenn ihr das wieder irgendwann abgebt, so? Ja, dann sind wir am Arsch. Eine neue Wand kaufen. Hier sind Controller. Kannst du ja auch gleich stellen. Allein, dass diese Stühle noch leben, ne? Guck mal hier, wie der aussieht. Guck mal, den Stuhl. Allahu Akbar. Wer ist das? Ja, der Sammy. Dort, und wie macht der Sammy? Ja, der Sammy macht ein Geräusch. Wie macht der Sammy? Sag doch mal. Komm, mach doch mal. Wie macht denn der Sammy? Ja? Komm, sag doch mal. Wie macht denn der Sammy? Ey, der Mensch an als ich, ey. Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Ey, der sieht aus wie du in mutiert einfach. Ja, ich schwör's dir, ne? Eigentlich ist sein kleiner Bruder. Ja. Er sieht aus wie Bruder. Wir sehen mehr aus wie Brüder als ihr. Eigentlich, wir beide ja, Team, wir so machen nicht mehr, ja. Ja, okay, dann wieder Knastvorfahren, du weißt. Ein fetter Applaus für Draco Candy West! Ey, das Robert, Junge! Ey, Robert! Mein Gott, Junge! Oha, der hat eine Gehirnerschütterung, ja. Erstmal herzlich willkommen bei Schlag den John und auf jeden Fall, es sind zwei Teams, einmal Jim und sein kleiner Bruder und einmal Sammy und John. Die beiden. Nein, einmal Jordan. Unser kleiner Bruder. Finale zu Jordan! Wir machen das. Okay. Das ist eine sehr angespannte bis Stimmung. Wie bis wie viel? Eins oder drei? Bis drei. Okay. Bis drei. Oh, danke dir. Bis drei. So, Friends. Erste. Aber Jordan fängt an. Oh, super. Ja, 1-1. Was machst du? Was habe ich denn damit zu tun? 1-1. Nein! Erster, ja, erster, zweiter muss. Ja! 2-1! Ja! 2-1 für Jim! Oh, ja! 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 3-2! Ja! Matchpoint! Mit Verlängerung oder ohne? Ohne! Matchpoint! Konzentration, John! Du schaffst das! Konzentration! Boah! John! Drittes Spiel ist erkenne den Fußballer. Ich habe jetzt hier ein paar Bilder ausgedruckt von den Fußballern und da sieht man nur die Augenpartie. Erst darf die Antwort geben, genau. Wir müssen die Fußballspieler an den Augen erkennen. Genau. Wir haben gar keine Ahnung vom Fußball. Ey, das ist unfair. Gar nicht. Ich schwöre, wir spielen nur FIFA. Ja, doch. Aber ich muss sagen, also ich gebe euch einen Tipp, es sind wirklich einfache Spieler. Boah, trotzdem gar keine Ahnung. Ich kenne Ronaldo, Messi, dann hört's auf. 1, 2, 3. Neymar. Ja, ein Boom! Ich kenne Ronaldo Messi, dann hört's auf. Ich kenne keine Fußballer, nee, ich kenne keine Fußballer. 3, 2, 1. Özil! Wie kannst du das denn? Ich kenne Ronaldo Messi, dann hört's auf. Ey! Bruder, die hat auch eine richtig, Bruder, das ist richtig, so fake. Richtig, ja. Mach mal ein paar, Junge. 2, 1. Okay, Mann. Oha. Ronaldinho. Ja. Ich kenne Ronaldo Messi, dann hört's auf. Ronaldinho, Junge! Ronaldinho, Bruder! Ich war in der Kindheit, Bruder, wo wir Fußball gespielt haben, Bruder. Immer, ich bin Ronaldinho! Ja, ich kenne Ronaldo Messi! Warte, der kommt Ronaldinho, ja? Hey, 12-3 Stand, wir kriegen 6 Punkte, das heißt 18-3. Ja.
Ja, verkackt, glaube ich. Zwei Spiele gibt's noch, ne? 18. 7 plus 8 sind... Boah. Doch, wenn ihr die nächsten zwei Spiele gewinnt, genau unentschieden. Wenn ihr die nächsten zwei Spiele gewinnt, ist 18 zu 18. 18, 18. Wenn ihr 7 und 8 gewinnt, weil da kriegt ihr 7 und 8 Punkte, sind 15, ihr habt 3, sind 18. Okay, Freunde, wir haben noch zwei Spiele genau. Jeder hat drei Würfel. Ja? Auf okay. Die Plätze, fertig, los. Dreh dich um 180 Grad. 180 Grad? Okay, bleib perfekt stehen. Geh ein Stück nach links. Geh ein Stück nach links. Ja? Der Korb ist genau vor dir. Wirf leichten Bogen einfach gerade, geradeaus. So? Ja, genau. Geradeaus und hoch, bisschen. Ja. Oh. Yeah. Drehsprung 360 Grad. Auf die Plätze, fertig, los. Hä, 360 Grad ist ja. Eine Drehung, Junge. Spaß, jetzt, jetzt machst du 180. Du musst einen voraus sein, Freunde. Wisst ihr? Okay. Okay, da bist du in deiner rechten Hand, bisschen nach rechts. Ja! Werfen so? Jetzt die linke Hand, bisschen mehr nach rechts. Oh, Junge, wie redest du mal? Du musst rechts drehen. Oder ich werde schwindelig. Was für rechts drehen, Junge? Jetzt einfach hochwerfen. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie geht's dir? Ja! Mann, sei der Kram. Atme aus. So. Ach, so, eine Minute ist jetzt vorbei. Ich kann mich nicht behalten. Sammy, bitte. Stark! Boah, aber stark! Also, ich schau mal. Eine Minute! Ich soll es nicht! Du kämpfst! Eine Minute 30. Okay, boah, noch 20 Sekunden. Noch 20 Sekunden! 20 Sekunden, also 2 Minuten! 20 Sekunden, Sammy! Aber weiter, Bruder! 1 Minute 38, Bruder, das war noch 1 Minute 38. Oh, 1 Minute 38. Boah, weich! Boah, da war noch 1 Minute 38 ist richtig stark. Ich sag, jetzt! Füße hoch, ne? Das darf nicht den Fuß berühren. Sobald es den Boden berührt, ne? Sobald es den Boden berührt, sobald es den Boden berührt, Jordan! Da, sobald es den Boden berührt! Ey, Füße hoch! Du schaffst das. Wie viel sind wir? Wir sind bei 1 Minute 20. 20. Du musst mindestens 40 machen. Mindestens 20 Sekunden noch schaffst du easy. Ey, Toleranz ab. Easy, ey, das darf man nicht. Zieh dich hoch, zieh dich hoch. 1 Minute 30. Du musst ihn überholen. Komm, du schaffst das. Komm! Ja. Weiter, weiter. Und jetzt alles, was du rausholen kannst. Alles, was du rausholen kannst jetzt. Alles, was du rausholen kannst. Komm, 2 Minuten schaffst du. Komm! Alles, was du kannst! Komm! Gib Gas! 2 Minuten schaffst du wie ein Haiwan. Wie ein Haiwan! Zieh dich hoch, komm! Ich glaub an dich! Ich glaub an dich, komm! Komm! Ich kann mich auch an dich! Mach weiter! Mach weiter! 2 Minuten! Oh, 2 Minuten! Das schaff ich nicht mal! 2, 1! Hey! Hey! Das muss 1! John, das Ding gestoppt. Wie lange habe ich schon? 30 Sekunden? 10 Sekunden. John, bitte. John, bitte. Jetzt John. 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 Ey! 10 Sekunden kommt nicht mehr. Ich hab das. Ich schon. Wir haben schon gewonnen. Ja, ihr habt gewonnen. Wir haben doch schon gewonnen. Ja, danke, danke. Lustiger Typ, ja. Ich sehe aus wie 1,38 plus 20 Sekunden sind 1,58. Ja, das heißt, er hat euch beide schon besiegt. 20 Sekunden! Seht ihr das? Jingis hat einfach beide. 20 Sekunden! Wir sind gerade hier im Wohnzimmer, der Jordan bekommt jetzt seine Bestrafung. Oh, bist du bereit? Nein! Sag mal, unrecht ist. Ey, bitte nicht so fest, ja? Okay. Ey, mach 3, 2, 1, go! Au! Fuck die Scheiße! Oh! Fuck die Scheiße! Oh, der macht richtig fest! Oh. Oh. Okay, ich mach gerade das. Mit deinem Gürtel da! Schimmer mit dem Gürtel! Mach mal, ich bin gerade mit Energie geladen. Warte, jetzt hat Energie. Ey, Schimmer! Ich liebe ihn, Mann. Ja! Was machst du da, Junge? Mein Auge ist rausgefallen. 3, 2, 1. Ey, wenn du no reaction machst, Respekt. No reaction? Ja. Okay, komm. No reaction. Nein, Mann. Nein, Bruder, mach auch ein bisschen. Aber du reißt dich feste, ne? Das heißt, bring den um. Ja, komm mal her. Komm mal her. Ja. Oh, Bruder, mach mal. Was machst du, weil ich treffe deinen Nacken? So, hey, Schimmer, Bruder. Schimmer, komm mal. Sag nicht! Oh, ich schwör, falls ich genau eingehe. Ready? Mach mal. Mach doch mal!
von meiner Mutter. Von meiner Mutter. Der hat gesagt, no reaction. Oh mein Gott, warte mal kurz. Ja, warte mal kurz! Warte mal kurz! Alter, was hast du gemacht? Ja, lach lustig, ne? Das ist zu lustig, ne? Das ist zu lustig. Komm, hau doch nochmal, wenn du Mann bist. Komm, hau doch nochmal, wenn du Mann bist. Ne, Jim, aber lass dir. Ich hab gedacht, nochmal, wenn du... Oh mein Gott, ich schwör mal, es wird meine Hand betroffen. Ja, film doch mal, ich film doch mal wen anders, Junge, ja? Falls euch die Kombination mit Jordan und Sammy gefällt, dann checkt die Jungs unten in der Videobeschreibung ab. Immer noch sein sexy Body. Oh mein Gott. Oh. Beste Mann, du bist schwer! Yo, was geht YouTube? Ich bin zu der JamTV. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Wird auf jeden Fall heute richtig cool. Hat keine Bauernoutfits an? Boah, ja, hab ich doch. Sei ehrlich, gute Bauernoutfit. Warum seht ihr alle so fresh aus, Alter? Wir sind auf dem Bauernhof, Leute. Ich nehme euch heute mit bei dem Vlog. Treten in Challenges gegeneinander an. Sammy und Jordan. Ich und Genghis, Koda ist dabei. Wird auf jeden Fall sehr lustig heute. Bruder, wie kann man komplett weiße Outfit anziehen, wenn wir auf dem Bauernhof? Das ist mein... Guck mal, das hat schon so Flecken leider, Leute. Wir gehen halt gar nicht mehr raus. Deshalb, das ist mein freshes Outfit für was machen. Also das wirst du heute anziehen? Ja, Mann. Dann fühle ich mich doch nicht so schlecht, ja? So, wer ist der Bauern, oder? Falsche Liebe. Boah, das war mein Peitsche. Bist du verrückt, oder was? Mann! Ist immer noch was drauf? Ja, noch diese Bremsspuren. Oni! Koch da Oni! Doch! Ja, dann halt. Jordan, zeig mal deinen Drip. Einmal sexy wie. Ich schau, es passt hier gar nicht rein. Kulturschock. Man darf streicheln, ne? Ja. Boah, ich hab Angst ja vor Tiere, ich das gar nicht für mich gemacht. Hey, komm doch mal her. Man muss eins mit dem Tier werden, aber wie macht ein Huhn? Ich möchte mal eins streicheln. Was ist das Rot überhaupt? Das ist so wie der Sein Kamm. Sein Frisur, Bruder. John, fangst du das mal an. Und direkt hier, da sind die Ohren. Fass mal das Rote auch an? Ja, fass es ruhig mal vorsichtig an. Also das fühlt sich so ein bisschen an wie unser Ohrläppchen. Wäre das Tier jetzt wirklich ernsthaft krank, dann wäre auch der Kamm ganz blass. Der ist voll schön, ja. Boah, man hat den gar nicht gesehen am Anfang auf Kamera. Und ist gleich KFC? Wir mit der ersten Challenge an, Hühnereier sammeln. Es gibt zwei Teams, also insgesamt Jordan und Sammy und das Team Türkei, Cem und Dennis. Und wir müssen jetzt innerhalb von 30 Sekunden Eier sammeln. Und das Team, das natürlich die meisten Eier sammelt, hat dann gewonnen. Das ist ein Kinderspiel. Wir haben gewonnen. Ja, hey, was hat er auf Deutsch gesagt? Der hat gesagt, also da liegt ein Ei. Ich hätte ein Ei. Warte, dann... Ey, du darfst nicht diese Hühner umdrehen. Seid ihr bereit? Ja, alle Eier außer die von uns selbst. Fertig. Willst du festhalten? Los. Hey! Ich hab Angst vor dir! Bitte, was für eine Mitte? Bitte. Hey, guck mal, hier sind viele Hühner! Geh doch dahin, John, mach bitte! John, bitte, bitte! Mach mal rein! Ey, der ist kaputt! Ey, da ist einer, da ist einer, da ist einer! Hier ist auch einer! John! Schön, langsam, mach das ganz langsam auf, hey, ganz langsam. Weißt du, was langsam ist? Was denn? Jetzt Action. Mach du das, ich such hier noch ein bisschen. Letzten 10 Sekunden! Was ist das, kann man das hochmachen? Ist gar nichts. John, was denkst du, was da drin drei, ist? 3, 2, 1. Mein Gott, Alter, wegen Jordan, ja, der traut sich nicht mal einen Schritt dahin zu machen. 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 9 Eier. Plus unsere 4, 13. Wie viel habt ihr? 2, 4, 6, ja. Minus eure 4, 2 Eier. Mit den Typen in einer Mannschaft zu werden, ist Katastrophe, Alter. Ja. So wie gestern. Ja, einfach. Team Karadeniz 1 zu 0 gegen Team, was euer Team Name? Team Sterne Sins, Alter, Jan Bester. Nein, Team Bauer sucht Frau. Nein. Tam, Kanaken haben Spaß mit Elektrozaun. Oh mein Gott. Ich hab das so gern. Das hat so gern. Ja.
Was schockt das? Hast du gespürt? Ich schwöre, ich habe nichts erzählt. Leute, ganz kurz mit den Elektrozaun, das war natürlich Spaß, macht das nicht nach. Wir gehen jetzt zur zweiten Challenge rüber und wir müssen ein Lama halftern. Das heißt, das Halfter um das Lama anlegen, das ist gar nicht mal so leicht, weil die Lamas sind sehr scheu und deshalb sind die auf Abstand. Aber wir müssen es irgendwie schaffen als Team, dass wir das dann hinbekommen. Der weiß die nicht, zu halftern. Ey, Lamas sind meine besten Freunde. Ich schwöre. Der spuckt mehr als Lamas. Was? Vertrau mir mal. Du musst sie so am Hals packen. Einmal drumherum. Einmal Choke. Nochmal Gomendo. Ich werde jetzt die Zeit stoppen. Auf los geht's los. Maximal 3 Minuten. Wenn ihr es schafft, super. Wenn nicht, dann brechen wir es ab, denn sonst wird es auch ein bisschen stressig. Ja, genau. Okay, genau. Fasst die Tür an, Leute. Dann auf die Plätze. Fertig. Langsam los. Okay, Jordan, guck mal, weißt du, was wir machen? Wir nehmen den auch ganz gechillt. Jordan, lass mich mal sehen. Der spuckt schon. Spuckt der? Jordan, hör mal auf. Jordan, nee. Geh mal. Jordan, sei mein Mann. Geh mal jetzt dahin. Hey, geh mal zu Sammy. Guck mal, Sammy. Hör mal auf, Bruder, ich hab Angst, Mann. Bruder, ich hab richtig Schiss, bitte. Ich meine das ernst, ich schau auf alles. Angst vor Tieren. Deshalb bin ich ja da. Und deswegen hab Bruder, ich machst du richtig gut auf mich. So ist es noch unangenehmer. Auf YouTube. Oder Jordan, hab keine Angst, Mann. Ey, müsst Weg absperren. Warte, Jordan, hör doch auf. Mach du das mal kurz, ja? Mach gut an die Bewegung, das ist nur mit besten Freunde. Ja, komm. Sammy. Boah, der spuckt, der beißt den sogar. Der spuckt. Was macht ihr hier? Seid ihr bekloppt? Ey, ihr habt noch ein paar Minuten. Ja, da beißt euch mal. Das ist so egal, ne? Okay, den packst du am Hals. 3. Nein, den können wir uns nicht nehmen. Wir nehmen das dicke Lama. Denn Princess ist noch schwieriger. Die ist ein bisschen ängstlicher. Das ist wie bei uns. Die haben auch unterschiedliche Charaktereigenschaften. Das sieht sehr gut aus. Oh, warum rauchst du denn ab jetzt? Ich hab nur Angst vor dem hier. Ich hab schon Angst. Die Weiße macht in der Regel einfach Platz. Sehr gut. Leute, für dich. Jordan, beweg dich doch nicht. Oder mach mal drauf. Wegen dir verkacken wir doch. Boah, ich kack mir in die Hose ja wegen dir. Komm mal her jetzt. Jordan, bin ich? So, die letzte Minute. Ja, ich schwör alles wegen dir, Alter. Ich werde die einmal kurz, weil die sich jetzt sehr streiten, einmal separieren. Ich schreibe nicht um euch. Komm. Da sind wir direkt. Du bewegst dich schon hastig, also kann man nur gar nicht klappen. Ja, bitte, ich lass mich raus. Ich schwör, meine Mutter, lass mich raus. Ja, ich wein gleich da. Ey, mach mal auf. Hallo, mach mal auf. Jordan. So, lass es ab. Beschütze mich mal, bitte. Ich kann's versuchen. Boah, das ist mir jetzt echt egal, ja. Ja, lass ihn jetzt. Du musst ihn packen. Mach dran. Boah, dein Magen hat Geräusche gemacht. Halt fest, sonst ist sie weg. Mich kurz auf. Genau. Ich hoffe, der gibt dem so einen Kopf. Aber Sammy, er ist stark, ja? Stark, Sammy. Ja, ich finde es richtig gut, wie du das machst, weil du nämlich ganz ruhig geblieben bist die ganze Zeit. Können wir mal kurz die Tür aufmachen? Sehr gut. Wer ist wir? Ey. Genau. Ganz ruhig. Aiwa. Der kommt aber nicht, oder? Da könnte man jetzt die Leine dran machen und ihr werdet ja gleich auch nochmal testen, wie das ist, so ein Lama zu führen. So, stark, Grace hat es schon sehr gut gemacht. Stark. Ich habe nur wegen Jordan, der von der Malung hin und her rennt, der rennt die ganze Zeit weg. Ja, ich habe Angst, das sind Ängste. Nee, so irgendwie. Ich bin erst glücklich, wenn ich hier raus bin, ja. Ey, das zählt doch nicht, wenn ich mit so einem Teampartner habe, ja. Ja, dafür habe ich die Eier gesammelt wie ein Weltmeister. Und so würde jetzt die Nase so. Ich hätte 100% den gefangen. Also, kurzes Statement von eurer Seite. Auf die Plätze, fertig, langsam los. Der ist doch schon wieder ruhig. Ich glaube, die werden das in ein paar Sekunden. Guck mal, der füttert den. Nee, ohne Futter. Wir haben kein Futter, wir haben ohne Futter gemacht. Ihr müsst den Weg absperren, zusammen. Ah, eine Siki. Ich mach das dann. So, perfekt. Einmal hier so. 45 Sekunden. Stark! Was? Du das ja? Elli, ist gut. Ja, das war's schon.
Tja. War gar nicht so schlimm, ne? Ist immer sehr aufregend. Vor allem im Gesicht, ne? Das magst du nicht so. Der, kommt der nicht mit da, der Große? Nein, der Große, das ist Princess, die verhält sich auch wie eine Princess. Und die ist zwar auch ganz, ganz lieb, aber beim Spazierengehen sind die beiden ein bisschen ja, einfacher und ein bisschen routinierter schon. Okay, ihr links, ihr rechts rum. Aber ich versuch zu joggen, wenn du kannst. So, du kannst nicht ziehen, solange du nicht hier festhältst. Ja, du hast auf jeden Fall das schwierigere Lama bekommen, ja. Leute, wir haben einfach die Anführer. Wann fängt das denn an? Die haben Rangniedriges. Warte, Bro, Dennis. Warte, noch nicht erstmal ankündigen. Und wir müssen einmal um diesen Hindernisparcours, also um die drei Bäume, die ihr dort seht. Wir gehen links rum, das andere Team geht rechts rum. Und wer zuerst wieder an dem Ausgangspunkt ist, hat gewonnen. Können wir joggen? Also so ein bisschen schneller laufen? Können es probieren, genau. Okay. Aber ja, darauf achten, dass die Tiere nicht so unruhig werden, dass die dann losrennen. Ja. Nach links, geht, ne? Ihr geht rechts lang. Rechts, so. Ja, wir gehen links lang. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. Komm, komm, wie heißt der nochmal? Race. Ruhig bleiben und bleiben. Komm, schneller, schneller, schneller. Denk jetzt nicht mal ein bisschen auf Abstand. Die müssen außen rum. Außen rum. Die, wir sind jetzt enger, die müssen auch um uns herum. Komm, komm. Komm. Wie ist der noch? Wer ist der noch? Boah, der ist voll. Ist okay. Ja, ihr müsst weiter außen, sonst spucken die sich an. Ja, komm. Mach ruhig. Ja, ja. Der will gewinnen. Ja, weines Mädchen. Der will gewinnen. Wir haben verloren, ja. Ah, toll, Grace, ja. So. Konntet ihr nicht die Anführerin nehmen? Ist doch klar, dass. Statement. Hey. Oder du hast nicht gesehen, wie ich mit dem gejoggt bin am Ende? Das ist das Statement. Die so rennen zu sehen, ist so schön. Ja, ne? Das gibt ein richtiges Gefühl von Freiheit. 2500? Ja. So, also wir haben noch eine rechte und eine linke Hälfte im Stall. Das wird nämlich euch, was ich machen müsste. Ach, scheiße. Heilige Scheiße. Ist das nicht dein Fachgebiet? Was? Heilige Scheiße? Gut. Kot? Du als Koda, nicht ich. Oh. Kot. Der ist nicht Kota. Das ist einfach ein Pony, weil ich ein Mini-Kern. Warum macht der seine Fußballmannschaft einfach mit dir? Scheiße, wir können so eine Fußballmannschaft auch. Kacke, ne? Leute, auf geht's in die vierte Runde. Und diesmal gewinnen wir! Natürlich, wenn die Scheiße geht, gewinnen die. Ja. Und sie kontrollieren, wer es schöner sauber gemacht hat? Wer schöner sauber gemacht hat, ja. Oder müssen die Heuer rausgenommen werden? Nein, das bleibt alles so. Nur Boden, ne? Genau. Boden. Ganz Boden, Boden komplett einmal sauber. Ja, das hat den Besen und eine. Das ist gut, ne? Challenge plus Arbeit gleichzeitig. Auf die Plätze! Fertig! Los! Und vor allem mal da vorne. Ah, hier ist meine Kacke! Ey, was denn? Wer hat da Kacke auf den Kopf geschmissen? Guck mal jetzt, wie ich aussehe. Okay, quit, quit. Quit. Oh, der Shit. Oh, oh. Komm weiter, John. Ey, hört auf, die Kacke rumzuschmeißen! Guck mal, warum? Guck mal doch. Komm, rein. Weitermachen, ihr müsst gewinnen! Oh. Ja. Ey, Leute, ohne rüberschmeißen! Komm, ich aus! Das Ding ist, das geht nicht aus meinem Kram, das Zeug, ne? Das ja, ich hab nicht damit angefangen! Ich geb zu, ich hab angefangen! Ja, also, ein Punktabzug! Sammy, ich mach doch nach vorne, geh einfach nach vorne! Komm, schneller! Jungs, wer fühlt eigentlich? Boah, der macht richtige Technik, Dennis. Bei denen sieht schon mal so gut aus. Schön.
Ich hab den Boden gezogen. Ich hab den Boden gezogen. Habt ihr auch einen Besen? Ja. Guck mal, der will rüberschieben. Ich krieg jede Sekunde Kacke in die Fresse. Der ist viel mehr Holz. Mann! Hört mal auf damit! Er hat Kacke rübergeschmissen. Und meine Kacke zurück. Mann! Halt dich doch mal, Junge! Ich schwöre, das ist Kacke. Ich krieg keine Luft mehr. Boah, da hieß das nicht. Ich hab alles mit Schaufel drauf. Ich komm, da kommt der Sohn. Mach hier vorne am Bauch sauber, ne, Abi? Hey! Ey, nicht schmeißen! Hey, hey! Schiedsrichter! Schiedsrichter! Ich riech doch Kacke! Abi, graf was nah! Ich riech doch Kacke! Hört doch mal, Junge! Ey, Leute, hört mal auf damit! Ey, ich riech doch Kacke! Ich auch! Oh, ich riech doch Kacke! Ey, macht Eingang sauber, Eingang sauber! Ich glaube, das Spiel neigt sich am Ende zu. Ey, wie lange haben wir noch was drin? Ey, Abi, ihr müsst fetch werden. Wer schneller fetch ist, hat gewonnen. Gewonnen hat, bei wem weniger hier vorne liegt, würde man ich darf sagen. Nicht vergessen, es wurde Kack auf unseren Kopf geschmissen. Er schiebt alles rüber. Ey, ey, du hast rübergeschoben. Nein, nein, das rüber geschoben. Du hast rübergeschoben. Das zählt nicht. Das was? Das ist Mitte. Mitte, Mitte. Das gehört nicht. Das zählt, ja, der hat da gerade in die Mitte geschoben. Ich habe auch den Überblick verloren. Ach, dann sind wir noch nicht fertig, wir können weitermachen, oder? Okay, perfekt. Wir werden weitermachen. Ja, vorne noch schneller, fertig, komm. Hab ich doch was in der Big Header da. Der macht mit seinen Händen Bar! Ah! Der fährt scheiße an. Ich glaube, wir haben gewonnen, ich schwöre auf alles. Das Einsatz, das Teamarbeit, Jungs, das sind wir! Sag mal! Scheiße! So, was sagt die letzte Wertung? Ja, wow. Persönlich im Einsatz muss ich sagen. Ja. War klar, dass sie hier gewinnt. Aber wir fragen die ganze Zeit, was seid ihr denn jetzt? Wer macht das? Nee, was? Ey, Steve? Ist hier irgendwo Seife oder so? Die besten Scheißschieber. Ja, ich riecht so nach Kacke. Ey, ich will euch mal was sagen. Wir haben gerade gewonnen. Ich meine so, wir haben jetzt schon zweimal gegen Cem gespielt. Ist jetzt nicht schwierig sozusagen. Ey, wir führen gerade, ne? Aber nein, ist halt interessant. Aber wir brauchen halt auch einen Teampartner bei Cem, der dann auch mal gut ist, weil die Jungs sind jetzt nicht so die Besten, oder? Hä? Also wir sind schon klar besser, oder? Es ist cool, mit denen zu spielen, aber es ist auch irgendwo ein bisschen langweilig. Wir geben auch uns richtig Mühe, weil wir wollen ihnen noch ein bisschen so eine Chance lassen, so weißt du? Ey, wie viel steht der Zwischenstand? Bei uns gibt es jetzt noch 6-4. Ey, Bruder, mach das mal weg, Bruder, ich hab richtig Angst vor sowas. Der ist schon Zucker, ja. So, diesmal würde ich sagen, stopp ich einfach die Zeit. Wer wie lange braucht wieder und der schneller ist, gewinnt. Allerdings gilt natürlich auch hier, wer besonders schnell ist und dabei ruppig ist zum Tier, hat voll verloren. Fertig, langsam los. Der hat einfach ein Gras gepfiffen auf den Schädel, ja? Fertig. 32 Sekunden. Skankshit! Willkommen! Ja! Schau mal. Guck mal, jetzt aber die. Langsam, Jordan, genau so. Was, Jimmy, mach das mal. Genau so. Mach das. Genau dich hinter den Kopf. Jetzt Jordan schneller, dass es dir gibt mit den Band. Das mach das zu schnell. Das muss hinter die Ohren. Ja, ist. Das ist nicht ganz hinter den Ohren. Das ist nicht hinter den Ohren. Doch, jetzt aber. Fertig. Schon längst fertig. Gewonnen. Ganz ruhig bleiben. Stopp. Jetzt sagt der Spirit nämlich, boah, ihr seid aber unruhig. Meine Ohren gehen direkt nach hinten. Ich krieg ein bisschen Schiss. Ja, Statement zum Sieg. Ja, ich wusste das. Also, da muss ich kein Statement geben, ich wusste es. Ey, wir sind gerade am Führen, ne? So. Ja, 9-6 steht. Heimisch auch Auswärtsspiel. Letztes Spiel. 9-6 genau. Für Sterne Südens. Jetzt glaube ich, ist er schon ein bisschen zu schwer und kann gar nicht mehr richtig die Balance halten. Darf man die hochnehmen? Wir dürfen den einmal hochnehmen. Den hier? Wir in die
Das sieht aber auch echt gut aus, ja? Ist es schwer? Komm, John! Schau auf alles, guck mal jetzt, drei! Zwei. Ey, darf ich reinspringen? Ja! Salto! 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 Boah, das hat mir nicht, war nicht gut genug. Boah, da war eine Fliege in mein Ohr. Den Jordan ist jetzt ein normaler Stadtbürger. Warum höre ich auf euch, ja? Ist, also da kann man nicht sehen, wie es eigentlich gemeint ist. Das ist ein bisschen farbiger. Aber das ist ja trotzdem bei beiden. Nein, einfach hier auf der Wiese. Jem, warum? Ja, ich gebe an. Wir haben zu danken. Vielen, vielen Dank, ja. Sonst hätte ich ja auch niemals in deinen Kanal wahrscheinlich reingeguckt, weil ich so ein Blauer bin und ich das noch gar nicht alles habe. Aber du hast ja auch ein bisschen was bei YouTube. Und finde ich immer cool. Also gerade, ne, du hast ja auch die Message, so seid unser mit den Tieren, Tierschutz. Das ist uns ja auch ganz wichtig. Also finde ich schön, dass es da so eine Kooperation mal gegeben hat. Definitiv. Hat uns auch echt sehr gefreut. Vielen, ja, vielen Dank nochmal, Flores. Dankeschön. Ciao. Ciao, ne? Und dann noch viel Spaß. Beide Teams müssen einen Kürbis zum Halloween-Kürbis verarbeiten. Und das Team, das dann den besten Kürbis macht, hat gewonnen und gewinnt die Challenge. Deshalb ist es mega spannend. Das ist das Finale. Das ist das Finale. Das alles entscheidende Spiel. Und wer jetzt gewinnt, hat komplett gewonnen. Sicher. Ja. Und die Entscheidung, welcher Kürbis schöner ist und wer den schöneren Kürbis am Ende hat, hat gewonnen. In diesem Sinne würde ich sagen, habt ihr schon mal gemacht, Plätze warte, habt ihr schon mal... Alles gut, Bruder? Ja, schön, dass du da bist. Ja. Gut siehst du aus. Dankeschön, Bruder. Bist du ready, Alter? Ich bin ready, ja. Geht's dir, Bruder? Alles klar? Hast du schon... Ja. Deine Bruder, deine ja, kleine Bruder. Ich muss auch einmal Fufu essen. Der liebt Fufu, ne, Genghis-san? Du hast schon Fufu gegessen. Ey, ich liebe deren Mentalität, ne? Ich wäre immer am Lachen. Boah, echt voll Film gewesen. Jam, Bruder. Ach, Quatsch, Jungs. Braucht euch doch nicht schon schön. Salam. Ist gut, Bruder? Muss man selber? Dankeschön. Hast du auch dein Kangal, Bruder? Normal, Bruder. Normal. Wo ist der? Salam, alaikum salam. Wie geht's? Alhamdulillah, wie geht's dir? Oh, sehr schön. Kann ich bitten? Checkt ab, Alter. Primus Boxing, ihr wisst Bescheid. Top Qualität. Ja, ja, ne? Wirklich, die Handschuhe sind wirklich Bombe. Wir haben die auch selber, ne? Habt ihr auch genug gesehen. Wirklich, richtig gut. Die Handschuhe. Echt Leder. Wer? Achso, ich wusste nicht, Bruder. Nein, ich weiß, du warst hier. Aber auch ich kämpfe mit dir. Ich kann dir alles erklären. Das ist auch, mit dir wollten wir auch noch machen. Steaks, ja, ne? Ja, nein. Primus. Gang, gang. Bring frei. Oder wie süß. Ich schwöre gut. Okay, Friends, wir sind jetzt beim Kampf. Ziehen uns jetzt hier die Kämpfe rein. Und ja, letzter Kampf ist Telsen. Yeah!
Freunde, hiermit sind wir auch im Outro vom Vlog angekommen in Hamburg mit unserem Bruder, der Hamburg represented, aber gerade an sein Handy ist. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich sage, Bruder, komm, wir drehen ein Auto. Der chillt da so am Handy. Machst du auf teuer? Nein, ach Quatsch. Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch allen natürlich da draußen geht's gut. Wir haben den Bruder Gemmo und unseren anderen Bruder hier, der auch natürlich busy ist. Der nächste busy. Ey, ich habe 20.000, 30.000 Abonnenten gemacht, schon sind die Michael Jackson Sohn geworden. Ach so. Guck mal, der hat sogar zwei Handys. Das ist wirklich seins, ne? Also beide. War ein geiler Abend. Wir haben Hockey gespielt und leider Gottes habe ich ja meine... Ja, aber wie kamen wir denn dazu, dass wir erstmal zu dir kamen? Das muss ich jetzt hier den Leuten mal erklären, weil ich habe die ganze Zeit nicht mehr gefilmt. Wir sind nach Hamburg gekommen und danach waren wir Dragonfly oder so. Auf so ein Event wurden wir, genau, so eine Party wurden wir eingeladen. Ich bin spontan mit ihm einfach mitgegangen und dann habe ich ihn spontan angerufen, meinte, ich bin in Hamburg und der so, komm sofort vorbei, Cousin. Oder du bist immer herzlich willkommen. Ja, sowieso, wir sind echt, sowieso. Das war echt ein geiler Abend. Ja, wirklich, ich weiß, war lustig, hat richtig Spaß. Ja. Er hat zum ersten Mal übrigens Hockey gespielt. Digga, hatte direkt erste Runde Gösterge, hatte direkt erste Runde Joker und hat erste Runde noch gewonnen. Walla Props. Er hat das Spiel direkt verstanden. Respekt, die Leute waren da. Ich habe so viele Menschen gesehen, die können das Spiel einfach nicht spielen, ehrlich. Auf jeden Fall haben wir dann den Abend mit ihm noch verbracht. Wir wollten eigentlich nach Hause. Wir haben jetzt in den letzten 2,5 Tagen wie viele Stunden geschlafen? 6. Sechs, ne? Ganz wenig geschlafen. Mann. Einfach 6 Stunden. Aber 6 Stunden, Bruder, in 2 Tagen? Wenig, ja, Mann. Und ich fahr jetzt noch 400 Kilometer. Ich hab ein bisschen mehr. Ich fahr 400 Kilometer noch zurück. Ich weiß. Ey, kommt gut an, Digga, ne? Inshallah. Ey, auch wenn du zu mir bist. Komm, auf jeden Fall. Powernap. Ja, sowieso. Hart auf hart. Ich bin auf jeden Fall da konsequent so. Und ja. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Update zu Telsons Kampf. Ich habe nur mitbekommen, dass er verloren hat. Ja, nein. Wir sind ja noch, bevor wir nach Hamburg gefahren sind, sind wir zu seinem Kampf gefahren. Von Köln nach Koblenz, Bruder. Waren in Koblenz, das ist nochmal weiter im Süden Deutschland. Und von Koblenz dann bis Ammerna nach Hamburg. Essen, ja. Köln, Koblenz, Düsseldorf, Essen, Hamburg. Ja, das war die Strecke. Heftig. Also ihr habt richtig Roundtour gemacht. Ja, richtig Deutschland-Tour in 2 Tagen. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich euch, hat der... Ansonsten hoffe ich, euch hat der Vlog gefallen, Freunde. Das Video gefallen, Freunde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Danke, ihr wisst Bescheid. Ich bin müde, ich kann nicht mehr reden. Die abonniert Jam TV, wir sehen uns. Und genau, und abonniert auf jeden Fall nicht Coda Dreher. Auf keinen Fall. Und Big Jam auch nicht, bitte. Den Typen sowieso nicht. Sowieso nicht. Adi, ciao, Leute.